Hallo meine Lieben, wir befinden uns auf Altair 2. Herzlich willkommen bei Holstein TV. Und ich bin hier, weil ich wollte einfach nur mal testen. Es sollten mehr Feinde in den vorhandenen Außenposten sein. Ich bin verborgen. So, auf jeden Fall höre ich Stimmen. Ja, das war der. Ne, da vorne ist der. Da muss ja noch einer. Irgendwo muss noch einer sein. Weil einer hatte uns direkt empfangen beim Aussteigen. Jetzt, wo geht's denn dahin? Gucken wir uns das mal an. Du bist tot! Tot! Nagelt sie fest! Na, wo soll sie denn? Doch da drin, oder? Nur eine Frage der Zeit. Würzige Würmer, jawohl, würzige Würmer. Aber hier ist doch einer, wo ist der denn hingeflogen? Den Wenn wir ich eben. dich finde. Bist du tot? Wo ist er denn hingeflogen? Ich habe Besseres zu tun, als dich zu suchen. Na, und dann suche ich dich. Dann suche ich dich. Ja, der muss noch hier drin sein.
Bloß was ich bis jetzt gemerkt habe, ich muss, was ich wieder erinnern muss, Vasco spricht mit einer weiblichen englischen Stimme. Da habe ich mich wohl etwas vertan. Also das muss ich wieder korrigieren. Ach, war schon richtig, oder? Nee, doch nicht, siehste. Aber er soll doch. Er soll doch passen. Okay, passt ja auch. Jedenfalls haben sie schon mal mitgekriegt, dass ich eine Frau bin. Das ist auch schon mal. Ne? Das findet man auch erstmal schon mal positiv. Ist man nicht so. Worüber lachst du denn? Wer zuletzt lacht, lacht im Westen, haben sie mal gesagt. Okay. Und das hier, das war noch nicht mal dein Osten. So, noch schöne Sachen hier. Bin ich hin, komme ich doch suchen. Mich nervt das langsam. Spacer. Vorsicht, oh. Ich kann dich mal suchen. Das war dein letzter Fehler. Deiner aber auch. Nein, hier war ich schon drin. Da oben? Nein, das ist drin. Ach, bin wohl einfach müde. Ja, bestimmt.
bist. Huch! Platsch! Treibstoffkanister getroffen. Wo ist er hingeflogen? Ist jetzt hier oben auf dem Schrank, oder? Wo ist sie denn hin? Oh! Da! Ich steck dir in der Decke! Oh, wow! Oh! Fall nicht runter! Bisschen noch weh! Oh! Das ist ja lustig! Die ging ab wie Turnschuhe, wie Zäpfchen! Piup! Eingeführt! Alles klar! So! Nächste! Das sah schön aus, das muss ich mir noch mal. Ich muss auch mal gucken, ob ich nicht mein Schiff wieder tauschen kann. Ich will ja nicht mit der Gurke rumfliegen. Beim Anflug nach hierher hatte ich noch nicht mal. Was ist das? Beim Anflug nach hierher hatte ich ja noch nicht mal Bewaffnung. Das ist natürlich keine schöne Sache, ne? Das war. Ach, das war der vorhin weggeflogen ist, den ich nicht gesehen hatte. Aber einer war doch noch hier oben. Hinter dem Rohr. Hier drinne. Wo haben wir denn hier einen Deckel zum Aufmachen? Hier nicht. Wie komme ich denn da rein? Die hockt da in dem Rohr, oder nicht? Ah, von da aus. Hier durch. Schalter. Komm. Wo ist der Schalter? Ich da nicht rein. Ist gar nicht, oder? Wo ich die Tür nicht aufkriege. So, also Schiff tauschen, Vasco wieder eine deutsche männliche Stimme geben. Das ist ja blöd. Ich komme da nicht.
finde dich schon. Ja, das, ja, aber das ist ja keine. Das ist ja keine Nottür. Das ist ja eine, die regulär irgendwie aufgehen muss, ne? Ah, dachte mir schon, dass da nichts war. Ja, das ist blöd, aber hier, das bringt ja nichts. Da muss ich mich noch mal schlau machen, wie man dieses Problem lösen könnte. Was wir essen, ne? Tomate, oh, ja. Mal ein paar Hanteln, okay, jetzt nicht. Jo. Lecke mich. Die Made war das. Die Made macht so Krach. Ja, gut, ein bisschen größere Made, die können schon mal ein bisschen lauter sein als die, die wir kennen, ne? Das wäre ein bisschen weiter. Oh, den haben wir doch. Okay, lass mal. Gut, dann besorgen wir uns jetzt erstmal. Erstmal wieder den männlich deutsch sprechenden Vasco. Und unser normales Schiff. Den kann ich ruhig plündern hier. Gefängnisschiff, weißt du, so ein Quatsch, ey. Ach so, ja. Das habe ich auch geändert. Weil das ist ja wirklich. Aber das sah schon wieder fast zu schnell aus, ne? Ja, dann guck mal, fliegen wir mal zu dem Händler, dass wir das Schiff tauschen können. Was war das denn? Erstmal wieder ein normales Schiff holen. Was soll ich mit dem? Der war doch nur zum Entkommen von aus dem Untergrund da von ne? Und so. Schiff. Sollen wir was reparieren? Ach, an der Burke nichts mehr.
So. So. Kann ich immer noch umbauen. Nee, Frontier nehme ich jetzt auch nicht. Und die ist ganz schön, ne? Die hat ganz schön. Oh, da habe ich gar nichts Abgeschirmtes gehabt, habt ihr gesehen? Ja, auf jeden Fall hat sie schon mal was, um sich zu wehren. Aber ich habe gehört, bin ich mal gespannt, ob das klappt. Wenn wir noch einen zweiten Akku einbauen. Ja, zweiten. Das klappt also doch nicht. Also eigentlich soll, wie vier Fehler, wodurch jetzt auf einmal schon wieder vier Fehler? Ich habe ja nichts gemacht. Ich brauche bloß da sein und schon habe ich Fehler oder was. Schiff hat zu wenig Fahrwerke. Was ist denn das auf einmal für eine Scheiße? Das habe ich ja noch nicht mal vorher gehabt. Verringere die Anzahl der Waffen, bist du bekloppt? Aber vorher lässt er mich weg, ne? Jetzt habe ich ja die Arschkarte. Ach, wäre ich doch mal lieber nicht in die Schiffsbrüder gegangen, ey. Ey, das war doch vorher ganz normal. Fahrwerke. Fahrwerke, ich kann mal keine Fahrwerke dran bauen da jetzt. Nee, weg. Ah, das hier, so Heimatschiff. Genau, dann kann ich den hier immer noch. Boah, zu wenig. Komischerweise haben bis jetzt immer gereicht. Warum muss ich selber noch mal gucken? Erstmal hier rein. Ja, von da sind wir gekommen, von der rechts, von dieser Seite sind wir gekommen jetzt. Waffenkammer? Ja. So, wir sind schon in unserem Cockpit, im normalen Cockpit. Weil wir können ja auch keine Besatzung mitnehmen und nichts. Mit dem Eierplätzchen-Schiffchen da, was da war. Oh, das macht es also auch schneller. Naja, dann machen wir mit der normalen Quest weiter. Zwischendurch wechsle ich, wie gesagt, nochmal die Stimme von Vasco. Und dann sehen wir uns da gleich wieder.